Hallo, ich bin Rick. Und ich bin Bart. Und wir beide wollen heute mal unsere Skylanders vorstellen. Die Figuren, die wir haben. Da wir jetzt bald anfangen werden, Let's Plays zu machen von Skylanders. Und ich habe mir überlegt, es ist zwar momentan ist alle Welt mit Swapforce zugange, da das jetzt gerade aktuell ist und in einer Woche, glaube ich, die vierte Welle rauskommt, vor Ostern jetzt, aber wir werden das so machen, wir fangen chronologisch am Anfang an mit Teil 1, Spyro's Adventure. Das werden wir als erstes durchspielen mit den dazugehörigen Figuren. Mhm. Die wir quasi alle haben. Wir haben uns die geteilt, das heißt, die Hälfte der Figuren gehört mir, die Hälfte gehört Bart. Ja. Jeder spielt auch mit seinen Figuren dann. Wir haben nicht alle Sonderfiguren und wir haben die Abmachung, dass wir von einer Figur, egal wie viele Ausführungen es gibt, jeweils nur eine haben. Das heißt, zum Beispiel von Spyro. Spyro gibt es den normalen aus dem ersten Teil, dann gibt es einen Dark Spyro und es gibt einen Legendary Spyro und dann gibt es einen Spyro aus dem zweiten Teil und es gibt einen Spyro aus Swapforce aus dem dritten Teil sowie einen Dark Spyro aus dem dritten Teil. Das sind den normalen Dark Legendary zweiter Teil. Das sind 6 verschiedene Varianten einer Figur. Das ist jetzt das Extrembeispiel Spyro. Da haben wir uns gesagt, damit das Ganze nicht ausufert, kaufen wir uns keine 6 Figuren, sondern eine Variante, und zwar die, die uns am besten gefällt, haben wir davon. Und die hat auch jeweils nur einer. Das heißt nicht, dass der andere sich dann auch noch einen Spyro holt oder so. Bei Spyro haben wir allerdings eine Ausnahme gemacht. Mhm. Wir haben, also weil ich den Dark Spyro spiele, spielt Bart den normalen Spyro. Mhm. Den hat er bei seiner Truppe dabei. Dann haben wir noch eine Ausnahme mit Hotdog. Mhm. Da hast du den Molten Hotdog und ich habe den normalen Hotdog. Das haben wir so gemacht, weil wir die Figuren beide gut finden. Und die sehen im Spiel natürlich auch unterschiedlich aus. Das heißt, es ist zwar die gleiche Figur, wir können ja mal ein Beispiel zeigen. So, Red Spyro raus. Und Hotdog. Und wir haben beide den Pilz. Doch. Nee, nicht mehr. Hast du deinen Verkauf? Aber dafür habe ich, ja, dafür habe ich doch meinen Flameslinger. Also wir fangen mal jetzt an mit den Figuren, die es bei uns zweimal gibt. Das war der Hotdog. Und der Spyro. Die drei. Da hattest du auch noch. Nee, hab ich nicht. Okay. Also das sind die unsere Ausnahmefiguren. Mhm. Normal. Molten Hotdog. Im Spiel sehen die auch so aus. Mhm. Unterschiedlich. Dark Spyro. Normaler. Normaler Spyro. Weil Spyro ist einfach die Kultfigur. Mhm. Deshalb sehen auch unterschiedlich natürlich aus. Im Spiel. Flameslinger, der normale Flameslinger vom ersten Teil, erkennen wir an dem grünen Sockel. Das ist eine Sonderfigur, der Flameslinger, der goldene, aus dem von Giants, oranger Fuß. Die sehen allerdings im Spiel gleich aus. Das ist dann sozusagen die einzige Ausnahme dazu.
Das haben wir gemacht, weil es eben irgendwie so hinkam mit den dreien und weil wir den Hotdog, den Spyro, die wollten wir unbedingt haben. Deshalb, aber darüber hinaus wird es bis auf eine weitere Ausnahme keine doppelten Figuren geben. Und zwar den hier, den schenke ich dir. Und du kriegst den. Und ich hole mir die Oster-Edition, die Swapforce-Ausfertigung der Springtime-Trigger-Happy. Und den kriegst du von mir geschenkt, den kannst du auch so lassen, der ist nämlich austrainiert. Du brauchst ihn nicht zurückstellen. Dann habe ich zwei austrainierte. Stump Smash und den. Ja, und die anderen musst du auch austrainieren. Mhm. Damit sich das lohnt, wenn wir gegeneinander spielen. Sonst hast du nämlich keine Chance. Aber weißt du was? Jetzt machen wir mal so, wir nehmen die Hotdogs mal weg. Und jetzt bauen wir mal alle Figuren auf, die wir von Spyro's Adventure haben. Okay. Also Hotdog? Oder? Hotdog ist von Giants. Sure, ja. Ich kann dem ersten nicht. Es ist bei Skylanders so, dass die Spiele abwärtskompatibel sind. Das heißt, man kann in Giants sämtliche Figuren von Spyro's Adventure benutzen. Auch die selbst für Giants nicht mehr produziert wurden, als verbesserte Figuren. Ebenfalls in Swapforce kann man alle Giants-Figuren und alle Spyro's Adventure-Figuren benutzen. Allerdings nicht rückwirkend, logisch. Man kann zum Beispiel keine Giants- oder Swapforce-Figuren in Spyro's Adventure benutzen. Mit der Ausnahme, dass es Figuren sind, zum Beispiel diese hier, eine Swapforce-Figur, erkennbar an dem blauen Sockel, die es allerdings in anderer Form schon im ersten Teil bei Spyro's Adventure gab. Da gab es nämlich schon einen Kamo. Und das ist eine verbesserte Figur halt, der Thornhorn Kamo von Swapforce. Der kann im ersten Teil benutzt werden. Allerdings sieht er dann optisch, grafisch halt genauso aus wie der normale Kamo. Der wird als normaler Kamo erkannt. Genauso Giants Figuren, die es im ersten Teil schon gab, werden im ersten Teil als Normalfiguren erkannt. So, was haben wir denn noch? So, das waren alle meine. Oh, ich habe noch einen, sehe ich gerade, ich habe noch einen doppelten Cinder. Der kommt noch, der wird dann aus der Sammlung ausgeschlossen, denn ich habe mir vor einiger Zeit die Swapforce-Variante geholt, der Crystal Cinder. Die habe ich mir eigentlich geholt, weil mir die Figur besser gefällt. Das heißt, dieser Cinder, den kannst du mal da auf den Schrank stellen, demnächst bei eBay. Gut, erster Teil. Erster und Teil. Von Swapforce, verbessert, dann. Ja, klar, natürlich, der gehört ja auch zum ersten Teil. Also alle Figuren, die im ersten Teil spielbar sind, packen wir jetzt mal aus. Sind das schon alle bei dir? Ja, das sind alle meine. So, ich zähle mal. Ich glaube, ich habe noch welche von dir hier in meiner Tasche. 15, die man beim ersten Teil spielen kann. 16. 17. 18. Mach mal ein bisschen. Lass mir auch ein bisschen Platz noch, ja? 17, 18. 19. Das. Und den haben wir doppelt. Den haben wir auch noch doppelt. Ja. Ach, das ist, weil du den unbedingt wolltest, ne? Mhm. Eigentlich haben wir schon ganz schön viele Ausnahmen, ne? Mhm. Vier. Okay. Aber ja, da du jetzt den Trigger Happy noch gekriegt hast, jetzt haben wir wieder ein Ungleichgewicht. Vielleicht solltest du einen abstoßen von deinem. Dann zum Verkaufen legen? Der hat manchmal Probleme. Ja. Nein, den haben wir nur einmal. Einen von den Doppelten. Oh.
Und das wird schwer. Auswahl. Vielleicht den. Und die hier, der ist eine. Das ist ein. Wie heißt der noch? Volcanic. Genau, das ist kein Dark, sondern ein Volcanic Eruptor. Mhm. Der sieht allerdings in Teil 1 und 2 wie der normale Eruptor aus. Erst in Swap Force erscheint der in Schwarz. Den brauche ich zum Verkaufen. Okay, und ich den Cinder. Gut. Okay, dann machen wir weiter. Also das, die auf dem Tisch stehenden, müssen dann jetzt 32 Stück sein. Zähl mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Zwei mehr. Und zwar die beiden Doppelten. Mhm. Ne? Weil bei Spyro's Adventure gab es, nein, warte mal eben, gab es 32 Figuren. Von jedem der 8 Elemente 4 Stück. Mhm. So, jetzt lass uns die mal nach den Elementen aufbauen. Ja. Fangen wir an mit Feuer. Feuer, dann habe ich nur den und den habe ich als Feuer. Ja. Ich habe nur einen als Feuer. Das heißt, diese 4 Figuren gehören zum Element Feuer. Mhm. Wobei das alles, bis auf den hier, keine Original-Spyros-Varianten sind, mhm, sondern Giants-Varianten. So wie der, der ja auch Feuer ist, die Swap-Force-Variante in der Vulkanik-Ausführung. Dazu als Besonderheit der Sunburn. Der war nicht als Einzelfigur zu bekommen, sondern nur in dem Zusatz-Level-Set. Genau. Da gehörte das zu. Mhm. Und. Aber den hast du die, mit Dom Vega gegeben. Ja. Mhm. Und die Dragonfly gehörte dazu. Die Dragonfly, nein, die Libelle. Libelle und. Die Libelle müsstest du haben. Nein, die habe ich nicht. Das gehört noch dazu. Hier ist die Libelle. Wieso habe ich die? Das ist doch deine. Ich habe die doch dir gegeben. Hm. Wer war zum Schuh zugehört? Gehörte der dazu, der Schuh? Weiß ich nicht. Ich glaube, was? Einer der richtig. Ich glaube. Ich weiß nicht, von wem das war. Wir packen jetzt mal alle Zusatzgegenstände aus. Auch von Swapfuss? Nein, von Spyro. Okay. Sonst hast du alle Zusatzsachen. Nur alle von. Oh! Oder? Nee, das ist es nicht. Also das war so, genau. Dragon's Peak. Das war der Zusatzlevel. Das war die Figur des Sets. Und das waren die beiden Accessoires dazu. Und zwar muss man dazu sagen, das sind Gegenstände, die zusätzlich zu den Figuren aufs Portal gestellt werden können und dann irgendeinen Effekt auslösen. Der Schuh zum Beispiel hat den Effekt, dass man dadurch für eine bestimmte Zeit, eine Minute oder so, die Figur schneller wird. Sich viel schneller bewegen kann und kämpfen kann als die anderen, als die Gegner. Aber nicht so schnell. Nein, nicht so schnell, aber schon, ist schon ein gewisser Unterschied. Mhm. Die Sparks Dragonfly. Oder ja, wie ist halt eine Welle. Zum Beispiel, die erscheint dann und hilft der Figur im Kampf für eine gewisse Zeit, für eine Minute oder anderthalb. Mhm. Man kann immer nur einen Gegenstand
aufs Portal stellen zur Figur. Man kann aber zu zweit spielen, zwei Figuren und einen Gegenstand. Das ist aber das Maximum, was man machen kann. Gut. Dragon's Peak stellen wir an die Seite. Stellen wir an die Seite. Feuerfiguren stellen wir auch an die Seite. Und jetzt Technologie. Gut, machen wir Technologie. Aber da hast du keine Technologie. Da habe ich gar keinen von. Dann hab ich wohl alle. Warte, das sind dann bis zu vier. Genau. Genau, das waren die vier Technologiefiguren. Wollen wir kurz tauschen, damit du eine Technologie hast? Nee, brauchen wir nicht. Wenn der rauskommt, hole ich mir ja den Springtime Trigger Happy. Das reicht mir dann. Dafür hast du alle Toten. Ja. Ja. Weil der Springtime Trigger Happy, der ist natürlich jetzt aus der vierten Serie von Swap Force, funktioniert aber dann auch in Spyro's Adventure, gehe ich stark von aus. Und Giants wird dann allerdings da wie ein normaler aussehen. Das hat den Vorteil, du hast den schwarzen und ich habe dann im ersten Teil den roten. Und der Swap Force hat das Swap Force von dem, der auf einer Kanone drauf sitzt. Oder auf einer Bombe. Ja, auf einer Bombe. Der hat dafür zwei Attacken mehr zum Kaufen. Ja, weil die Giants-Variante hatte schon eine Attacke mehr und die Swapforce-Variante hat dann nochmal eine Attacke mehr. Das ist natürlich geschickt gemacht und ein Anreiz, sich die Figuren wieder immer zu jedem Spiel wieder neu zu kaufen für die eine Attacke. Das ist aber für das Spiel nicht unbedingt erforderlich. Wir haben das so gemacht, dass wir uns die Figuren, wenn die uns besser gefallen haben, die neuen, haben wir uns die neuen geholt. Ansonsten sind wir bei den Originalen geblieben. Ich zum Beispiel habe diesen Dark Spyro, den ich viel schöner finde als den Swap Force Dark Spyro, behalten. Obwohl ich den Swap Force Dark Spyro in der Dark Edition hatte. Die habe ich ja zum Geburtstag bekommen, letztes Jahr. Hatte den also doppelt und habe den Swap Force Dark Spyro verkauft, weil mir der einfach viel besser gefällt. Und habe den von Spyro's Adventure behalten. Gut. Technologie. Alles klar. Stellen Sie an die Seite. Dann machen wir jetzt Leben. Leben. Okay. Ausgeglichen haben wir jeder zwei. Das passt ja gut. Du hast zwei Originalvarianten von Spyro's Adventure. Ich habe zwei Swap Force Varianten. Und das ist sogar noch eine Sonderfigur aus der schon angesprochenen Dark Edition. Das ist nämlich Dark Ninja Stealth Elf. Im ersten Teil, im ersten Spiel auf dem Bildschirm, allerdings die normale Stealth Elf. Genau. Zug. Stump Smash. So, Stump Smash, wolltest du doch unbedingt was sagen? Stump Smash ist aber klein, aber richtig stark. Auch. Ja. Wenn er austrainiert ist. Wie jetzt. Wie Papa mir den getauscht hat. Ich hab den austrainiert, ja. Dann, ich weiß gar nicht, wogegen du den getauscht hast. Gegen den ich dir jetzt zurückgeschenkt habe. Hab ich gehabt. Ja, der ist wirklich. Ist eine lustige Figur, ist auch relativ stark, allerdings ist der relativ langsam. Auch wenn er austrainiert ist, immer noch. Gegen andere Austrainierte. Gut. Okay, das waren die vier, die zum Element Leben gehören. Jetzt nimmst du deine erstmal. Dann ist Tod. Tod, okay. Hast du alle vier? Okay. Tod oder Gespensterelement? Das ist Tod. Untot eigentlich. Stimmt. Weil die ja
lange noch leben. Ja. Was machst du denn jetzt? Der Totenkopf zeigt. Ja, der Kopf der Figur. Genau, dazu ist zu sagen, das sind halt zwei die Giants-Varianten. Das ist die Swapforce-Variante. Das hier, Ghost Roaster, den gab es nur in Spyro's Adventure und auch nicht als Einzelfigur zu kaufen, sondern nur im Pack, im Level Pack, im Adventure Pack. Mit Frank, glaube ich. Erstmal fehlt. Die Düstergruft. Mhm. Darklight Crypt. Übrigens der wahrscheinlich beste der vier Zusatzlevel. Mhm. Am schönsten zu spielen. Dann das Healing Elixier, das auch sehr nützlich ist. Und ich glaube, die Sanduhr. Wenn man das aufs Portal stellt, Dann heilt sich die Figur dann selbst. Dann heilen die Figur, oder wenn es zwei Figuren, sich eine Minute lang selbst. Alle zwei Sekunden kommen da 10 Lebenspunkte oder so, ich weiß nicht genau, wie der Intervall ist, kommen dann dazu, so stetig, tschung, tschung, tschung. Und das kann sehr hilfreich sein. Die Sanduhr gehört da noch dazu. Die ist ähnlich wie die Stiefel, nur umgedreht. Mhm. Wenn man die aufs Portal stellt, läuft die Zeit langsamer. Das heißt, die Gegner bewegen sich eine Zeit lang wie in Zeitlupe. Mhm. Und man kann schön da rumlaufen und die alle platt hauen. Gut, das war... Oder einfach durchlaufen. Ja, kann man aber auch. Das macht natürlich nicht so viel Spaß. Mhm. Das war das Gespenster-Element. Jetzt? Wie gesagt, die doppelten Figuren... Den hatten wir schon mit Feuer, den stelle ich auch mal hier bei. Dann machen wir jetzt ruhig auch Magie. Ja, Magie-Element. Die hast du alle wieder. Aus. Ein. Oh, doch, den. Also. Alle vier. Und du hast nur den und selten. Stell die mal ein bisschen hintereinander, damit wir in der Mitte ein bisschen mehr Platz haben. Es kommen ja gleich auch noch die Swap-Figuren dazu. Mhm. So. Was haben wir denn noch für ein Zusatzlevel? Was hattest du da noch? Eis. Okay, dann fangen wir mit den Eisfiguren an, mit den Wasserfiguren. Du hast eine 3 und ich habe nur eine. Ich habe 3. Wobei ich hier dazu sagen muss, das ist die einzige Originalfigur, Spyro's Adventure. So wie der hier. Warte mal einen Moment. Das ist auch eine Spyro's Adventure Figur, allerdings eine seltene Variante. Mhm. Die es nicht oft gibt. Crystal Green Jill Grant. Allerdings ist das eine Farbvariante, so wie auch der blaue da. Die zwar als Figur die Farbvariante haben, aber im Spiel ganz normal aussehen. Mhm. Bei dem hier, der ist aus Giants, das ist eine Sonderfigur, das ist eine legendäre Figur. Und allerdings die Originalfigur davon, der Slam Bam, der war blau mit weiß. Mhm. Und der Level war dazu. Der war nicht im ersten Teil nicht alleine zu bekommen, sondern nur zusammen mit dem Empire of Ice. Und ich hatte Level. Den zuerst, dann hatten wir mit dem, glaube ich. Den hatten wir auch mal getauscht irgendwie. Ne? Mhm. Wir haben schon ziemlich viel durcheinander umgetauscht. Ich glaube, ich weiß, was wir zum haben Empire getauscht. Of Ice gehörten auf jeden Fall noch der Schild und der Amboss. Mhm. Gut. Das war das Wasserelement. Jetzt machen wir Erde. Erde. Da kann man ja nicht so die Erde sehen. Ja, weil das alles in Blau ist. Genau. Mhm.
Das ist die Farbvariante. Die gab es nur bei Toys R Us. In Bremen. Und bei dem... Na gut, die gab es auch woanders. Hm. Aber wir haben den in Bremen gekauft. Ja, und der hat seinen Anfang, als er noch nicht benutzt war, schon Stufe 5 gehabt. Stimmt, das haben diese Sonderfiguren, auch dieser zum Beispiel hatte das, als einzigen Unterschied zu den anderen Figuren im Computerspiel, da sie gleich aussehen, der sieht ja natürlich auch, der ist nicht blau, sondern braun, so braun-grau ist der, haben die ganz zum Beginn, fangen die nicht auf Level 1 an, sondern die fangen auf Level 5 direkt an und haben auch schon eine gewisse Summe Geld. Da habe ich schon direkt was gekauft, was billig war. Ja, und wie gesagt, das sind hier Ausführungen von Swap Force. Die haben natürlich bei Swap Force, wenn man sie benutzt, können die zwei Attacken mehr kaufen als die ursprünglichen Figuren. Wir haben die aber gekauft, weil uns die einfach besser gefallen haben. Der hat normalerweise hatte er Prison Break grüne Kristalle. Und ich fand den mit den roten Kristallen unheimlich toll. Deswegen habe ich den ausgetauscht. Gut. Ach so. Moment. Mit der Originalfigur bei Spyro's Adventure war es genauso. Der Teraphim, den gab es nicht einzeln, sondern nur im Levelpack Pirate Seas. Zusammen mit den Geisterschwertern. Die du ja jetzt hast. Die sind meine, ja. Und dem wohl wichtigsten Zusatzartikel in Spyro's Adventure, die Drachenschatztruhe. Die funktioniert so, dass wenn man sie aufs Portal stellt, irgendwo in dem Level, in dem man sich gerade befindet, ein zusätzlicher Schatz versteckt ist durch diese Schatztruhe. Und da gibt es so ein kleines Radarfeld und wenn man in die Nähe kommt, hört man ein Geräusch und es leuchtet auf. Und das sind drei Kreise. Und je näher man rankommt, desto mehr dieser Kreise leuchten. Und wenn man die Schatztruhe erreicht hat, hat man sie halt gefunden. Dann kommt die aus der Erde einfach so raus. Ja, und das ist halt bei Giants funktioniert die auch teilweise in den Leveln, aber bei Spyro's Adventure ist das die Möglichkeit, wenn man eine Figur hochleveln möchte, schnell und Zusatzfunktionen kaufen möchte, stellt man einfach, wenn man die Heldenherausforderung der Figur spielt, stellt man einfach zusätzlich diese Schatztruhe aufs Portal und kann in jeder Heldenherausforderung noch einmal Geld abholen. Gut. Dann haben wir hier noch Luftelement. Ich habe zwei verschiedene Luftelements. Elemente? Ja, Elemente. Von ersten, von zweiten und von dritten Teil. Kannst du die mal ein bisschen hintereinander stellen? Ich stelle meine ein bisschen zur Seite, dass wir gleich ein bisschen mehr Platz haben. So, nicht so weit nach vorne. Damit man sehen kann. Wir in der Zeit jetzt so alles angesammelt haben. Kann man den noch sehen? Ja. Und die auch. Genau. Das war das, die vier des Elementes Luft. Ja, ich habe einen vom ersten Teil. Das ist halt so eine Schildkröte mit Stachelpanzer. Und hier habe ich von... Und wie heißt die? Muss ich in meine Karte gucken. Stimmt, es war natürlich bei jeder Figur auch Karten, aber du brauchst jetzt nicht machen. Warnado. Zu jeder Figur
gehörte im Lieferumfang eine Karte. Ich hole jetzt erstmal eine Luft raus zum Beispiel. Einen Aufkleber, einen Namensaufkleber und ein kleines Bildchen und ein Webcode für zum Online-Spielen. Ja, du brauchst jetzt nicht die ganze Karten raussuchen. Darum soll es uns jetzt mal nicht gehen. Weil die Karten, die haben wir natürlich behalten, die bei den Figuren sind, aber die sammeln wir nicht in dem Sinne. Weil es gibt da wohl auch noch ein Kartenspiel. Weil da stehen auf diesen Karten sind auch noch Werte der Figur drauf, die allerdings nichts mit den Spielwerten zu tun haben. Aber das ist wohl, da gibt es wohl noch so ein Kartensystem, ein Kartenspiel. Das ist dein. Aber wie gesagt, daran ging es uns noch nie. Vielleicht werden wir uns irgendwann mal damit beschäftigen, aber das ist erstmal nicht in Planung. So, das waren die Figuren von Spyro's Adventure. Jetzt kommen wir zu den Giants. Und zwar erstmal die Normalfiguren. Die kleinen. Kennt ihr ja schon. Hotdog. Ich glaube, das sind meine einzigen Giants. Ja, ich hatte auch nicht so viele. Kannst du auch schon mal dazu stellen? Also, wer das Spiel noch nicht kennt, in Giants war halt das neue Konzept, dass es die Riesen gab. Da haben wir ja auch einen Doppelten. Das nimmt wirklich überhand mit unseren doppelten Figuren. Aber der war doch ein Ausnahme. Den hast du gewonnen, ja. Weißt du was? Wollen wir noch zwei zum Verkauf machen? Wer denn? Den, dann habe ich aber nur drei Giants. Und du? 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe 5 Giants. Wenn ich dann anlocke, da habe ich nur noch 4. Da müssen wir einen tauschen irgendwie. Den tausche ich auf jeden Fall nicht. Nee, das ist ja auch dein. Den hast du ja zu Weihnachten gekriegt. Den hast du gewonnen. Den möchte ich nicht. Der nicht. Und der nicht. Dann wäre dann nur noch der. Den hast du aber auch geschenkt gekriegt. Stimmt. Ja, den mag ich auch nicht so gut. Mag ich nicht so. Okay, gut. Dann machen wir das erstmal so. Wir nehmen jeder noch einen zum Verkauf von den Doppelten. Ich nehme den. Und du solltest den nehmen am besten. Welchen dann? Den Eruptor. Da habe ich aber nur. Da habe ich aber kein Feuer mehr. Das ist doch nicht schlimm. Ich habe ja auch keinen.
Was hat das? Was für eine Technologie. Technologie hatte ich nicht? Und was noch? Irgendwas noch? Ja. Ist ja nicht wichtig. Wenn wir das alleine spielen, kann man ja sich die Figuren ausleihen. Mhm. Ne? Und dann, wenn Feuerlevel ist. Dann leihen wir uns die aus. Mhm. Und bei Giants hast du ja dann Feuer. Ja. Und den Hotdog. Genau, dann nehmen wir die beiden auch noch demnächst bei eBay. Und den. Ja, warte, das machen wir gleich. Nehmen wir die beiden raus zum Verkauf. Mhm. Nein. Oh. Und holen uns lieber dafür neue Figuren. Mhm. Und den müssen wir ja jetzt irgendwie tauschen, ne? Den dann schenke ich dir. Ja, okay, vielen Dank. Dann haben wir jeder wieder 4 Giants. Mhm. So, und jetzt stellen wir kurz die Figuren vor. Mhm. Also das sind jetzt die zusätzlichen, lass mal die Giants erstmal stehen, die zusätzlichen normalen Figuren, die rausgekommen sind, die ganz neuen, die auch in Spyros nicht funktionieren, weil es die halt vorher noch nicht gab. Mhm. Ja, da haben wir. Und wir haben. Und genau. Davon. Weil der so cool ist. Davon den kaufe ich mir den, wo er auf der Flasche drauf sitzt. Die Swap-Figur möchtest du davon haben, ne? Genau. Gut. Und ich habe diese Sonderfigur, das ist der Punch Pop Fizz. Der war ursprünglich, glaube ich, beim 3DS-Spiel nur dabei. Gab es den, glaube ich, nur. Mittlerweile gibt es den, glaube ich, aber auch schon in der Verpackung. Haben sie nochmal rausgebracht. Also, dann haben wir auch Technologie. Mhm. Technologie habe ich zufällig nicht. Hast du von denen nichts? Wasser. Legendäre Chill. Das ja, die Giants machen wir gleich. Feuer. Hotdog kennt ihr ja schon. Mhm. Und hier haben wir dann einmal Tod und einmal Erde. Mhm. Und das sind Zusatzgegenstände. Also du hast noch den Leben. Ach ja, und hier den hast du auch noch. Luft. Ja. Das ist ein seltener. Nee, das ist ein legendärer. Ja, legendärer. Der ist sonst blau und weiß. Mhm. Das ist jetzt so gold und schwarz. Gut. Das waren die Gegenstände. Also es gab zu Giants gab es keine Adventure Packs, also keine Zusatzlevel. Man kann aber die Zusatzlevel von Spyro's Adventure auch in Giants spielen. Das sind halt zusätzliche Waffen, die man da benutzen kann. Die Dragonfire Cannon und das Katapult. Zusätzlich schalten die auch noch Kampfarenen frei für Zweikämpfe. Diese Dragonfire Cannon gab es auch in der goldenen Ausführung. Wenn ich die günstig bekommen kann, werde ich die mir auch noch mal zulegen. Mhm. So für 5 Euro oder so. Und dann verkaufst du die? Nee, dann behalte ich beide. Ich glaube, die schalten nämlich verschiedene Arenen frei. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Das werden wir dann ausprobieren. Okay. Gut. Und die Kanonen habe ich auch schon bei Giants ausprobiert. Mhm. Ja. Relativ gut, aber treffen nicht so gut. Auch. Nee? Mhm. Wie ich da sind. Hat man ja. Bart im Gegensatz zu mir hat Giants schon durchgespielt? Nein. Nee, Giants noch nicht? Bei einem Level hänge ich. Ach, da hängst du, okay. Aber Swap Force hast du schon durchgespielt? Mhm. Auf der leichtesten Stufe? Nein, das war auf Mittel durchgespielt. Okay. Und jetzt mache ich nochmal leicht, weil ich ja ganz, ganz viele neue. Jedenfalls, wenn wir zusammenspielen, die Spiele durchspielen. Also ich habe Giants noch nicht durchgespielt und Swap Force auch nicht. Das habe ich nur angespielt. Mhm.
Und wir werden auf einem schweren Level, werden wir das nochmal zusammen durchspielen. Ja. Aber wir fangen, wie gesagt, beim ersten Teil an. Mhm. Aber jetzt kommen wir zu den Namensgebern des zweiten Teils, den Giants. Mhm. Fangen wir mit den normalen Figuren an. Da haben wir vom Luftelement den Swarm. Ich müsste ja noch die Karte geben von Swarm. Können wir noch später. Mhm. Vom Luftelement haben wir Swarm. Vom Wasserelement haben wir, wie hieß der? Thump. Gucken wir mal ganz schnell. Habe ich den Finger? Ich habe direkt auf deine Karte gefunden. Okay. Gut. Was? Der heißt Tom. Thumpback heißt der. Thumpback. Hm? Ist halt ein Wal mit dem Anker. Hm? Dann haben wir hier den Genie. Sehr schön zu spielen. Sehr stark. Und Hothead. Der kann sich in der letzten Attacke, wenn ich die letzte Attacke kaufe, kann er sich in ein Motorrad verwandeln. Ja. Das sind also die regulären Ausführungen. Mhm. Dann kommen wir jetzt zu den Sonderfiguren. Ein legendärer Steiner Halloween Figur von Eyebrawl. Wie heißt er hier nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Guck doch auf deinen. Nee, ich komme, warte mal, lass mich mal überlegen. Ich komme bestimmt gleich drauf. Und meine Lieblingsfigur von den Giants. Mein Granit Crusher. Die Normalfigur hat grüne Kristalle und eine graue, silberne Rüstung. Und der ist halt in schwarz gehalten mit blau. Das ist der Granit Crusher. Und deine Sonderfigur, was machst du jetzt da? Ich wollte nur von den, die Karte suchen. Ich weiß nicht, wie er so... Gnarly Tree Rex. Stellen wir nach vorne. Das ist die Variante. Also der normale Tree Rex, der ist halt in Rot und Grün gehalten. Mhm. Und der Gnarly Tree Rex, den fand er so cool. Aber den habe ich mir doch nicht gekauft. Den hast du zu Weihnachten gekriegt, ne? Mhm. Mhm. Gut. Also das sind die Giants. Mhm. Nachdem wir Spyro's Adventure durchgespielt haben, werden wir die Giants durchspielen. Dann werden die alle noch zum Einsatz kommen. Mhm. Gut, die kommen, stellen wir nach hinten. Jetzt kommt die Swap-Figuren. Jetzt kommen wir zu den Swap-Force. Und zwar zu den Figuren, die exklusiv Swap-Force sind. Das heißt, die in den früheren Spielen nicht zu spielen sind. Figuren stellen wir erstmal in der Mitte. Erstmal die normalen Figuren bitte. Ich stelle die erstmal nach hinten, da kommen wir gleich drauf. Ja? Mhm.
Es gibt auch noch von diesen Figuren immer die Lightcore-Ausführungen. Da sind wir jetzt nicht extra drauf zu sprechen gekommen. Das ist auch eine Activision-Erfindung. Das bedeutet, dass diese Figuren, wenn man die aufs Portal stellt, leuchten. So wie die Giants, da leuchten auch die Augen und teilweise einige Accessoires hier. Bei den Lightcore-Figuren, wo haben wir eine? Zum Beispiel hier, die gab es ja schon bei Giants. Die Lightcore-Hex, da leuchtet das Kleid. Das leuchtet in Rot und das sieht, zum einen sieht es cool aus, zum anderen haben die eine Wow-Pow-Attacke. Die Lightcore-Figuren, wenn man die aufs Portal stellt im Spiel, lösen die eine Explosion aus. Jetzt lass erstmal die Karte weg, bitte. Aber das muss ich nur merken. Enchanted Hood Loop. Mhm. Ich erinnere dich dran. Mhm. So. Da gibt es wieder diverse neue Figuren. Mhm. Wir fangen mal mit den normalen an. Magie. Okay. Magie, hast du keine Magie dabei? Okay. Star Strike und Junebug. Jetzt machen wir Technologie. Technologie. Habe ich nur den. Ich habe Technologie Wind-Up Toy. Und Wind-Up Toy war in dem Zusatzlevel für Swap Force Shipwreck Island. Da gehört dieses Portal zu. Das Grammophon. Und die Ziege. Ist das eine Ziege? Ein Schaf. Genau, ein Schaf. Schaf, das man immer googeln kann und die nicht hochgehen. Zum Beispiel Schafe. Nee, das ist ein Schaf, da verwandelt sich die Figur in Schaf, ne? Stimmt. Ja, für eine gewisse Zeit. Und wird von den Gegnern nicht erkannt als Feind. Ja. Die Musik, da ist bestimmt dafür. Da fangen die Gegner an zu tanzen. Und die beachten den dann nicht. Mhm. Dann haben wir Leben. Der ist Leben. Das ist auch eine Sondervariante. Und zwar ist das der Jolly Bumble Blast. Das ist die Weihnachtsversion. Mhm. Weihnachtsmann erkenne ich jetzt nicht nur, aber Weihnachtsmann oder Nikolaus. Ja, genau. Und der hat im Spiel hat er sogar noch eine Mütze auf, eine Weihnachtsmütze, eine Nikolausmütze, ne? Ja. Nein, wir hatten das als Hut, da habe ich ihm das da drauf gesetzt. Ach so, du hast das gemacht. Ah, verstehe. Ich habe bei meinem Zopferspiel gut vorgeschaltet. Mhm. Oder könnte auch dabei sein. Feuer? Habe ich eine Kagan. Von den kleinen Keinen. Gut. Und Erde. Boing. Und zwar ist das hier der Slabbertooth aus der Dark Edition. In Silber und Schwarz. Okay. Und jetzt Wasser. Wasser, Riptide und Luft und Tod. Tod hast du auch, ja siehst du. Tod habe ich auch einen. Untot oder Gespenster. Mhm. Ne? Mhm. Zudem gibt es noch zu sagen, dass der aus dem Level, aus dem Adventure Pack ist. Die zwei Tower of Time. Da steht er, vor dir. Da. Und das war dabei. Genau, das ist der Level. Und die Zusatzgegenstände. Mhm. Mit dem Hammer. Wenn man den dann auf ein Portal stellt, ist dann immer über der Figur ein Hammer. Und was macht er? Und dann, wenn man so macht, mit einer wie Fernbedienung, da schlägt der Hammer automatisch. Ah, und eine Zusatzwaffe. Also. Ja. So schlägt man und dann macht
man noch so einen Tacke, glaube ich. Mhm. Aber auch nur für eine gewisse Zeit. Mhm. Ja. Und die Diamanten sind dafür da. Es gibt da bei Swap Force dann für welche Trainingsmenschen. So Trainingspuppen. Mhm. Und wenn man da dran draufhaut auf den Trainingspuppen, dann spucken die dann Geld aus. Und wenn man den dann auf ein Portal setzt und dann die Trainingspuppen haut, kriegt man dann mehr Geld. Mhm. Hatte ich auch schon mal gemacht mit denen. Ja. Ganze Zeit auf den Puppen, ganz schnell. Gut. Dann kommen wir... Ach, da gibt es noch zwei Zusatzgegenstände. Das sind auch solche Zusatzwaffen. Mhm. Die waren in einem Dreierpack drin. Also in zwei verschiedenen Dreierpacks von Figuren. Ich glaube, die zwei waren... Nein, die waren nicht. Swap-Figuren waren nicht im Dreierpack. Nur ein Zweierpack. Nur Einzelpack, genau, ja. Zweierpack hast du. Mhm. Und da bei denen ist es auch wieder so, dass die auch noch eine zusätzliche Kampfarena freischalten. Mhm. Jeweils. So. Jetzt kommen wir zu dem Hauptteil von Swap Force. Genau. Die Swap Force-Figuren selbst. Die Swap-Figuren, genau. Da fangen wir an mit Feuer. Ich habe den Wash. Nee, das ist gar nicht der. Das ist falsch drauf. Nur umgetauscht hatten wir die aus Versehen gelassen. Ich glaube, das habe ich aus Versehen gelassen. Ja, ich glaube, das warst du. Das ist nämlich das bei den Swap-Figuren. Da sind Magnete drin. Man kann die dann auf jeden Teil... Man kann die Oberteile und Unterteile kombinieren. Mhm. Zum Beispiel das so. Oder deins auf meins. Ja. Und dann haben die immer andere Fähigkeiten, weil in Swap Force ist es so, dass die Fußteile Fähigkeiten haben. Mhm. Zum Beispiel der hier kann fliegen. Und man kann auch die Unterteile und die Oberteile verbessern. Man kann die einzeln steigern und einzeln trainieren. Ja. Mhm. So, das sind die beiden Feuer. Jetzt machen wir Erde. Erde? Ist das Erde? Nee, das ist Gespenster. Oder? Das ist Gespenster, ja. Du hast keine Erde. Erde habe ich noch nicht. Nee, der ist noch nicht raus. Mhm. Stimmt, deiner ist ja der mit Kristallhände. Die mit dieser Keule ist das, mit dieser Kristallkeule, ne? Mhm. Mhm. Der ist noch nicht raus. Wie heißt der noch? Das ist dieser... Rubble Rouser heißt der. Rubble Rouser, genau. Der Rubble Rouser hatte ich auch schon mal gespielt. Rubble mit R. Rubble Rouser. Rubble Rouser hatte ich auch schon mal gespielt. Und der kann dann auch so. Ich glaube, Pflanzen. Ne, kann er doch nicht. Aber er kann sich. Mit dem Hammer hauen und bei Swap Force gibt es da auch so Wände, wo bestimmte Swap Force hochklettern können und Tunnel und da kann so. Kann der sich durchgraben? Mhm. Erde kann. Sieht man an den Füßen, ja, der hat so Bohrköpfe als Füße. Mhm. Und hier, der besteht fast nur aus Bohrer. Ja, komm, jetzt machen wir mal eine Reihe nach. Mhm. Das können wir später noch erklären, wenn wir es vor spielen. Gut. Das war Rubble Rouser. Mhm. Wasser haben wir auch bisher nur den einen. Mhm. So heißt das der Washbuckler. Der kann zum Beispiel Wände hochklettern mit seinen Tentakelfüßen. Der andere Wasser ist der Freezeblade, den es noch nicht gibt. Mhm. Den wirst du dir noch holen. Und jetzt Technologie. Technologie. Der kann auch die Wände hochklettern. Weil er so Metall
Füße hat. Der kann sich dann in Wände mit den Füßen reinhauen. Und dann hochklettern. Mhm. Ja, und das hier, das ist Magna Charge. Und zwar ist das Nitro Magna Charge, eine Sonderfigur. Die gab es nur im Zweierpack zu kaufen über Amazon. Sonst in keinem anderen Laden. Da habe ich mir einen gesichert, als die rauskamen. Die Originalfigur ist in Rot gehalten, was hier Gold ist. Jetzt? Ansonsten können die das gleich jetzt. Bleiben wir bei den... Achso, zu dem Washbuckler ist dann noch zu sagen, dass das halt auch aus der Dark Edition ist. Deswegen ist der schwarz. Sollen wir jetzt tot machen? Ja. Ich habe hier... Rattleshake. Mhm. Und du hast einen Gespensterboxer. Nightshift. Ja. Und meine... wie heißt der nochmal? Rattleshake? Rattleshake hat... anstatt alle Knarre. Schießt der Schlangen. Mhm. Ja. Und das fandest du so lustig. Mhm. Jetzt Luft. Luft. Sieht eher wie Technologie aus da jetzt. Ist aber Luft. Mhm. Rakete. Mhm. Und meine ist einfach nur was. Boomjet heißt der. Mhm. Deiner ist ein legendärer. Der Free Ranger. Mhm. Ja. Jetzt. Dann habe ich nur noch einen. Den, wie ich finde, coolsten von allen. Stink Bomb. Und ihr könnt euch ausmalen, was der für eine Attacke hat. Und das richtet Schaden an. Ja, natürlich. Und ein Griller-Driller, das ist halt der Bohrer. Der Und zuletzt Magie-Element. Enchanted Hutloop. Hutloop kann ich mir merken. Hutloop halt ist halt eine Eule. Die Enchanted-Figur hat den Gimmick. Wenn man den in die Sonne stellt, das Sonnenlicht ist nicht mehr stark genug, was hier durchkommt. Oder ich hole das hier. Ja, hol mal die. Genau, das ist eine UV-Taschenlampe. Gib mir die. Zeig so. Nee, gib, nein, was? Okay. Nein. Nicht in die Kamera mit dem Licht. Das ist mit dem UV-Licht nicht so gut. So, wir bestrahlen ihn jetzt mal ein bisschen. Und man sieht, die Federn sind blau geworden. Mhm. Kannst du mal umdrehen? Von innen sind sie noch weiß. Ach, die werden schon wieder weiß. Komm, dreh dich mal um. Machen wir eine Seite. Nur eine Seite. Die werden in der Sonne blau. Und das Lustige ist, im Spiel ist es genauso, die Figur. Wenn die in der Höhle ist, sind die Federn weiß und wenn da draußen im Sonnenlicht ist, sind die Federn blau. Von drinnen geht's auch ein bisschen blau. Hm. Und das ist wirklich nur bei dieser Figur so. Das soll auch so sein, weil es kommt noch eine Sonderfigur raus demnächst. Mhm. Und zwar eine Variante von Starstrike. Die ist dann nur schwarz und weiß. Und das Weiße ist dann da genauso wie hier, dass es in der Sonne anfängt, blau zu werden. Ansonsten, bei den anderen Figuren ist es nicht. Obwohl, es gibt noch einige, alle Figuren vom Totenelement. Das Todzeichen kann leuchten. Jetzt ist es grün. Genau. Komm, jetzt. Es gab auch von Skylanders Glow-in-the-Dark-Varianten. Da war die komplette Figur aus diesem Material und glühte dann halt, wenn man sie in die Sonne gestellt hat, nachleuchtend. Kann man es noch ein bisschen richtig sehen?
Darf nicht so nah, sonst sieht man das nicht. Ja, das wäre unser Vorrat an Skylanders, wie man sieht. Das ist schon eine ganze Menge. Soll ich schon anfangen einzupacken? Kannst du gleich machen. Okay. Und wie gesagt, wir werden bald anfangen mit Spyro's Adventure. Let's Plays. Da werdet ihr uns dann nicht zu Gesicht bekommen, sondern nur das Videospielbild, aber ihr werdet uns hören. Und wir werden ein bisschen was erklären. Wir werden die Spiele durchspielen. Ja. Und werden ein bisschen Spaß haben mit den ganzen Figuren. Die meisten davon werden in den Spielen zum Einsatz kommen. Ja. Gut. Dann war's das erstmal. Und wir sagen für heute Tschüss. Tschüss. Soll ich ausmachen? Ja. Hier auf dem roten Knopf. Hm?